Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann. Und ich möchte zu Beginn ein, zwei Sachen sagen. Schreiben viele auch in die Kommentare, beziehungsweise merke ich das auch bei meinen DMs auf Instagram und Co. Es ist momentan durch den Adventskalender echt ein bisschen viel auf diesem Channel und das wird sich, verspreche ich euch, bald auch wieder ändern. Nachdem der Adventskalender durch ist und auch im neuen Jahr dann, wird es wieder wie früher auch sehr viele andere Themen geben. Es wird hier und da dann bestimmt auch die Bachmann mal vorkommen, ein, zwei Videos vielleicht die Woche, vielleicht auch mal zwei Wochen gar keins, ja. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ich lese eure Kommentare, ich ziehe jetzt dieses Adventskalender-Ding durch. Da gibt es jetzt noch ein paar Türchen, schaut da gerne rein. Und wenn nicht, ist es ja auch nur Bonus. Content. Und die Videos, die dann halt davor kommen um 12 Uhr, sind deshalb jetzt momentan auch so häufig, ja, und auch so oft über Aline Bachmann, weil da einfach unfassbar viel passiert. Ihr habt jetzt das Video von Jasnero vielleicht schon gesehen, wenn nicht, verlinke ich euch das unten. Es ist gerade am Toben. Ich versuche gerade hinter den Kulissen an Videos zu kommen, wo sie wiederum über Jasnero schlecht gesprochen hat. Jetzt möchte ich allerdings in diesem Video über Sali sprechen, der auch bei Jasnero im Video auch kritisiert wurde zu Recht, weil er sich ja eigentlich auch die Taschen voll macht und sehr wohl ja die Videos von Jasnero gesehen hat, so wie er es auch im neuesten Part hier, was ich euch jetzt zeigen werde, auch nochmal belegt, dass er durchaus weiß, was Aline Bachmann so gemacht hat, aber trotzdem halt mit ihr regelmäßig live geht. Und das Ganze geht jetzt so weit, dass mir auch schon wiederum andere Sachen zugeschickt wurden, wo Freunde von Sali, andere TikToker und Co. oder Bekanntschaften, ja, auch über Sali gesprochen haben und Aline Bachmann dann im Chat dort ja, sehr beleidigend wurde und auch wieder mit Anwälten und Co. gedroht hat, diesen TikTokern. Daran bin ich auch dran, diese Videos jetzt gerade für euch zu sammeln und die nächsten Tage auch zu bringen. Also wenn euch diese Videos hier gefallen, liked die bitte, abonniert, ja, deabonniert nicht, es kommen bald wieder neue Videos. Wir stagnieren jetzt hier gerade seit Wochen auf irgendwie 31.000 knapp. Es wäre schön, wenn wieder ein paar dazukommen. Ich verspreche euch, es wird wieder andere Videothemen geben, aber es passiert momentan unfassbar viel. Und dann möchte ich natürlich auch die Videos jetzt vor Weihnachten für euch ja, machen. Ja? Also seht es mir nach. Nach Weihnachten wird sich das dann wieder ein wenig einpendeln. Ja? Ich verspreche es euch. Ansonsten zeige ich euch jetzt mal, was Sali ja, und die Bachmann mehr oder weniger, ja, sie hat jetzt da nicht so viel zu beigetragen, aber ist halt daneben sitzend und über den Nero so gesagt haben. Und ich finde, das hat das auch schon in sich. Ja, das ging jetzt zwar von Sali aus, aber ich denke, das ist für euch jetzt auch nochmal interessant und vielleicht auch ganz spannend zu sehen, wie krass der Support auch in diesem Stream wieder ist. Das sind 5 Minuten und ich werde euch zusammenrechnen gleich, weil ich jetzt auch weiß durch TikTok, was man da so in etwa verdient, was sie da in diesen 4-5 Minütchen verdient hat. Na, der Wahnsinn. Ich konzentriere mich auf die Menschen, die mir Spaß geben, mit denen ich Spaß habe, die mir was wert sind, die mich verstehen, die uns verstehen. Green, Riesenrespekt, mein Bruder. Coole Aktion. Sehr coole Aktion. Sehr coole Aktion. Real Talk. Feier ich. So Menschen feier ich. Jedem gönnen einfach. Fertig, Kallas. Kallas, genauso wie ich euch das 10-fache gönne, was ihr mir schickt. Real Talk. Danke. Seid ihr verwandt? Nein, ich habe auch mal Zeit, wo es nichts bekommt. Weißt du, was ich meine? Fertig. Einfach Spaß haben jetzt. Das Sarah, kannst du bitte alle, die hier reinkacken, bitte kannst du sie rausschmeißen? Einfach stumm. Warum habe ich keinen Hate? Warum? Ich küsse eure Herzen, Leute. Guck auch einen Supporter von mir. Kommt rüber zu dir und unterstützt dich. Ganz einfach. Ganz einfach. Ich bin mit dir so oft live. Egal, wie viele Hasskicks ich auf dich schiebe. Egal, wie oft wir uns beefen, Aline. Mir ist es lieber, dass du was geschickt bekommst, statt irgendein anderer Streamer, der die ganze Zeit nur am Schieben ist und linke Sachen macht. Diese ganzen Heuchler, die sich bestrafen lassen, sich auf Flaschen setzen und sonst was. Das ist mir 1000-mal lieber. Geben und nehmen, Chalas. Mehr ist es nicht. Oh, Chalas. Schon wieder, Mandy. Mandy, ist das dein Ernst?
Leute, ich schwör's euch, wenn hier real irgendjemand auf TikTok ist, könnt ihr sagen, was ihr wollt, dann ist es Mandy, Lamerini und Sali. Ich weiß das, Mandy, was ihr vorgeworfen wurde. Mandy. Ich weiß, was ihr vorgeworfen wurde. Aber diesen der Nero oder keine Ahnung, wie der heißt, mir auch relativ, kann ich auch nicht ernst nehmen. Real Talk. Ich habe seine Videos geguckt und ich bin euch ehrlich, wenn ich wollen würde, würde ich ganz viele Punkte finden, wo ich drauf zeigen kann und ihn auseinandernehmen. Ist aber nicht mein Job. Mir ist er relativ. Er ist für mich unrelevant. Viele kommen rein und sagen, das und das war so. Am Ende des Tages weiß es nur Gott und es ist meine, nicht meine Aufgabe, Leute zu in Rechenschaft zu ziehen. Wir sind hier live. Mandy, hören wir jetzt bitte auf. Entertainment, danke, mehr Mandy, nicht. Wirklich. Mehr nicht. Mehr Mandy, ich. Du bist krass. Just wirklich. Entertainment. Der Richter hat gesagt, das kann sein, aber das ist nicht mein Problem, verstehst du, was ich meine? Ich unterstütze sowas nicht, versteht mich nicht falsch, falls, aber das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nicht Mandy, wissen, ob bitte es hör mal. Jetzt auf, bitte. Ich kenne auch Menschen, denen was unterstellt wurde. Ich sag's nur, Real Talk, auch großen Influencern. Was am Ende dann nie so war. Ich bin kein Mensch, der dafür. Ich bin nicht so. Ich halte mich da, distanziere mich davon einfach. Fertig. Mandy, du bist krass, echt. Leute, bitte alle danke, Mandy danke Lamerini für das Geschenk, in den Chat, bitte. Dankeschön, sehr lieb von dir. Die Mandy ist, Leute. Schwör's euch, soll ich mal ein was sagen? Es haben so viele letzte Woche, vorletzte Woche versucht, zwischen mir und Mandy und Grace Fitner zu machen. Ja, Grace kann ich gar nicht ernst nehmen, mal Real Talk. Aber das ist eine andere Sache. Grace nehme ich nicht ernst. Grace, seine Community mag ich gar nicht. Guck mal da, TikTok und Mandy, das kann ich dir nicht zurückzahlen. Mandy! So. Alles gut, sei dir gegönnt. Fertig. Und du wolltest eben rausgehen. Nee, Leute, sorry, das tut mir gerade richtig krass im Herzen weh, weil ich immer so weh getan habe, ja? Und du wolltest eben rausgehen, merkst du? Nein, Sally, ich bin dir jetzt ganz ehrlich, ne? Das von Mandy, das ist gerade so ein kranker Zug. Ich habe die damals so fertig gemacht über Instagram, ja? Sally, du weißt, ich habe 500.000 Abonnenten. Ich habe die damals so fertig, so böse fertig gemacht auf Instagram. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Aber das, was sie gerade macht, zeigt Stärke. Wiedergutmachung oder ein ich vergebe dir. Sie muss ja nichts gut machen. Ich habe sie damals auseinandergenommen, weißt du, ich habe böse Dinge über sie behauptet, weil Zeitungen über sie geschrieben haben. Ich habe genau das gemacht, was die Menschen jetzt mit mir machen und sie schießt mir einfach hier ein Universum. Mandy, was bist du für ein Mensch? Oder was machst du? Ich muss nicht sein, ich küsse doch deine reine Seele, scheiß drauf. Mir ist das relativ. Ihr im Herzen seid ihr meine, ihr seid mein, ich bin stolz auf euch, Land. Es besteht auch das Gerücht, dass Aline Bachmann und Just Nero ja, miteinander gesprochen hätten. Das haben einige mir auch geschickt. Das stimmt nicht. Ihr habt ja das Video von Just Nero gesehen und ich spreche natürlich auch relativ häufig mit ihm. Und ich verspreche euch, da ist nichts dran. Ja, im Gegenteil, ihr habt ja sein Video gesehen, dass es dort noch weitere Schritte gibt, juristischer Natur. Und dass dort auch noch ziemlich heftig für die Bachmann ausgehen könnte, ja. Weil es jetzt auch neben den Sachen, die sowieso schon schief gelaufen sind, bei der Bachmann jetzt auch noch Richtung Beleidigung und Co. noch weitere Schritte von Nero geben wird in Zukunft. Ja? Also schaut da gerne rein, verlinke ich euch unten auch nochmal. Ansonsten werde ich jetzt hier nochmal euch ein bisschen hier vorrechnen, in etwa, was sie dort verdient hat. Und zwar hat sie 45.000 Diamanten bekommen. Ich habe letztens am Sonntag für euch ja gestreamt auf TikTok nebenbei, neben meinem YouTube-Stream und Twitch-Stream habe ich das einfach nebenher das Handy laufen lassen und mich nicht großartig drum gekümmert, ein paar Fragen beantwortet und hatte das so laufen. Und da habe ich 4.000 noch was Diamanten bekommen über den Abend. Was ich auch schon relativ viel finde, weil das sind 70 Euro an Geschenken. Und bei mir kam 21, also 70 Dollar und es kam 21 Dollar an. Und da der Euro-Dollar-Kurs fast 1:1 mittlerweile, leider Gottes ist, kann sich noch jemand an die Zeiten erinnern, wo man für 100 Euro 160 Dollar bekommen hat. Also habe ich immer in den USA, da weiß ich, dass
mir irgendwelche Klamotten bestellt, weil das so günstig war, ja. Trotz Zoll und allem war das immer sehr günstig dort, aber naja, das waren noch Zeiten. Kommen wir mal drauf zurück, also wie gesagt, mittlerweile ist das ja fast 1:1, leider Gottes, was aber auch jetzt für uns jetzt nicht so schlecht ist, weil ich dort in dieser Zeit dann nochmal 21 Dollar quasi von diesen 70 Euro bekommen hat, weil man kriegt ja nur 30%. Also es wurden, kann man ja dann sich ganz leicht ausrechnen, gut 70 Dollar verschenkt in diesen paar Stündchen, wo ich das einfach nebenbei hatte laufen lassen. Und in diesen Matches wird natürlich noch mehr gespendet, ihr habt es ja gerade gesehen. Und gerade wenn man auch ein bisschen größer ist, sind sowieso noch mehr Zuschauer, die gebefreudig sind. Und manche verschulden sich da auch richtig. Und dort, klar war das jetzt auch eine sehr gute Runde für die Bachmann, aber das ist jetzt gar nicht so selten, hat sie 45.000 Diamanten bekommen. Also ihr könnt euch das jetzt mal ausrechnen, dass wenn ich mit 4.000 noch was Diamanten 21 Euro verdient habe, sie das Zehnfache, sogar Elffache verdient hat und dass das dann ja so um die 240, 250, die Runde ging ja dann auch noch weiter, das war jetzt nur ein kurzer Ausschnitt, Euro in dieser kleinen Passage verdient hat. Und das sind jetzt nur die 30%, die sie bekommt, nicht das, was gespendet wurde. Also ihr seht, was da einfach rausgehauen wird von den Leuten und wie die Begeisterung auch für Annie Bachmann nach wie vor ist, trotz der Videos von Joss Neo, trotz der Videos von mir und vielen anderen Leuten. Und das ist irgendwie schon heftig, oder? Wie seht ihr das? Schreibt das gerne unten rein. Ansonsten kann man das natürlich auch nur kritisieren, was Sali gegenüber Joss Neo sagt. Das möchte ich hier natürlich auch noch hier meinem Kumpel hier beistehen und sagen, das ist natürlich auch absoluter Quatsch. Ich finde, die Videos haben immer Hand und Fuß und das ist auch vollkommen richtig, dass man das auch kritisiert, was sie macht, weil da waren ja auch wirklich krasse Sachen dabei und das sollte man auch erkennen. Und ich finde, Sali sollte auch seinen Freunden, die ihm da einen Ratschlag geben und sagen, ey, gib dir keine Bühne, vielleicht auch zumindest mal zuhören und vielleicht auch mal in sich gehen. Das ist jetzt nur mein Ratschlag an ihn. Vielleicht macht er das aber auch ganz bewusst, um halt auch mehr Geld zu verdienen, beziehungsweise hat er ja auch anscheinend eine relativ krasse Community und sehr schnell auch sehr viele Leute, die ihm da auch sehr viel spenden, denn meistens gewinnt er ja die Runden gegen die Bachmann und das muss man ja auch mal so deutlich sagen, das ist dann sehr lukrativ über einen Abend. Ja, wenn man das den ganzen Abend macht, hat man da schnell mal ein Monatsgehalt drin. Das ist echt der Wahnsinn, was da abgeht. Ja? Und ich habe von einem anderen TikToker gehört, der noch nicht mal die 100.000 Follower hat, dass der 40.000, 50.000 Euro mit täglichen Livestreams im Monat brutto ja, verdient. Man auch sagt, also das ist für viele ein gutes Jahresgehalt, wenn nicht sogar zwei Jahresgehälter. Ja? Der Wahnsinn. Das soll es dann für heute gewesen sein. Bleibt gerne für mehr dran. Schaut gerne mein letztes Video. Schaut auch gerne in den Adventskalender. Würde mich sehr freuen. Da gibt es auch eine kleine Verlosung. Und wenn ihr Bock habt, schaut auf jeden Fall die nächsten Videos auch euch an. Da wird es nochmal um sehr spannende Themen gehen. Ich bin jetzt gerade wirklich hinter den Kulissen dran, die Videos zu bekommen. Es kann sogar noch sein, dass ich das heute noch schaffe, das abzudrehen. Wenn nicht, kommt das dann die Tage auf jeden Fall nachgereicht, wie Adin Bachmann über Joss Neo nochmals spricht, dann auch nochmal, wie sie mit anderen TikTokern umgeht und ja, ich denke, das ist dann auch erstmal genug Bachmann-Content fürs Erste, aber ja, das kommt auf jeden Fall die nächsten Tage, bis dann und ciao, ciao.